das Abhören mobiler Daten auf dem Link-Layer von Stefan und Oliver. Wir sind hier auf dem 34. Chaos Communication Kongress und wünschen uns viel Spaß bei dem Talk. She also was previously a speaker at many different and other conferences, including the Black Hat Conference. Silke Holtmanns hat schon auf mehreren Konferenzen Vorträge gehalten. Und heute wird sie die zwei Protokolle, also der Vortrag heißt das Abgreifen von mobilen Daten an dem an der Verbindungsstelle. Thanks a lot. Vielen Dank. Ich arbeite für Nokia Bell. Mein Name ist Silke Holtmann und ich war die letzten 17 Jahre in mobiler Sicherheit. Alle hier haben ein LTE, oder viele hier haben ein LTE-Telefon. Das ist nicht nur meine Arbeit, sondern das ist auch die Arbeit von Jani Eckmann, der im Testbereich arbeitet, wo er das Testnet betreibt. So, and actually with our competitor Cassel McDade from Adaptive Mobile. So wir arbeiten zusammen mit einem Wettbewerber von Adaptive Mobile und sein Name ist Cassel McDade. And well, let's start with the practicality. So this is fangen wir mal mit den praktischen Aspekten an. Das ist häufig in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar. Vielleicht wart ihr in 2014 oder in 2008 hier, als Matthias Engel das gezeigt hat. Wir sind hier in Leipzig. Ihr seid hier mit Vodafone oder Deutsche Telefonica oder Deutsche Telekom verbunden. Ihr seid hier international. Wenn ihr von UK kommt, kommt ihr vielleicht, oder von France kommt ihr von Hub, weil seid ihr mit Orange verbunden. In England vielleicht in BT. Ich bin von Finnland. Ich lebe heute in Finnland. Telia or DNA subscription. Dort haben wir Elisa, Telia oder DNR Verträge. Und es gibt ein anderes. Das ist anders als in der Kreditkartenwelt. In der Kreditkartenwelt gibt es eine große Mutterfirma. Hier sind die Telekom Firmen in unterschiedlichen Ländern und du kannst einfach in ihrem Netzwerk auftauchen und du kannst nach Hause telefonieren und wirst zu Hause dafür abgerechnet und es funktioniert. Das funktioniert, weil es ein Interconnection-Link, das IPX-Netzwerk. Es ist nicht das Internet, es hat Berührungspunkte mit dem Internet, aber es ist ein privates Netzwerk, das mobile Datenkommunikation ermöglicht. Das ist ein sehr wichtiges Netzwerk, weil wir alle an dem angebunden sind. Alle, die ein Telefon verwenden, sind damit verbunden. Also es ist alles damit verbunden. Tablets mit Android und Mobilfunkanbindungen. Es gibt eine Waage, es gibt Autos, die darüber reden. Hier unten sieht man ein Gasmessgerät von BT, ein Feuermelder von Telstra. Es gibt Industrieautomatisierung von Roboterstraßen. Und klassische Telefone. Die sind mit diesem Interconnection, mit dem Zwischenverbindungsnetzwerk verbunden
und können darüber in die anderen Netze reden. Um die Sicherheit von diesen Verbindungsstellen zu verstehen, müssen wir ein Stück zurückgehen. Ursprünglich ist das zwischen vier nordischen Ländern hergestellt worden oder aufgebaut worden. Hier ist ein altes Telefon. Very beautiful piece of hardware. Ein wunderbares Stück Hardware. Private network. So that was the main security feature of that network. It was closed and private and nobody could get in. Only the people that. Das war privat und war geschlossen und keiner konnte rein. Es ist mit SS7 betrieben worden, Signaling System 7. Und dann sind immer mehr Firmen dazugekommen. Und heutzutage haben wir alle möglichen Anwendungen, die da drüber laufen. Zum Beispiel kriegen wir SMS von unserem Zahnarzt und so weiter. Und dann und jetzt sind wir dabei, zu den LTE-Protokollen überzugehen. Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark. Das ist, wie sie angefangen haben. Die waren wahrscheinlich zusammen in der Sauna, hatten ein gutes Bier und haben sich besprochen, wie sie es machen, und dann hat es auch irgendwann funktioniert. Und heute sieht es wie ein Urwald aus. Es ist gewachsen. Wir haben 2G, 2,5G, 3G, 4G. Und jetzt haben wir 5G. Es ist es ist komplexer geworden. Es ist organisch gewachsen. Und alles ist mit allem anderen irgendwie verbunden. Uralte Netzwerke verbinden sich mit brandneuen. Und sagen, irgendwann, manchmal sind Knoten in der Mitte und manchmal nicht. Es ist sehr inhomogen. So, back to security. I mean, the main security feature of this jungle was. Zurück zur Sicherheit. Das wichtigste Sicherheitsfeature ist, dass es privat ist. Und heute sind wir 35 Jahre später und lass uns mal anschauen, was hier ist. Ist es immer noch privat? Ist es geschlossen? I could have chosen any European operator. That's not particularly. Also wir sehen jetzt hier drei europäische Netzwerkbetreiber, aber ich hätte irgendwelche drei wählen können. Mobile virtual network operator have very easy to establish their business. So wir haben es hier in Europa einfach gemacht, dass es einfach werden muss für alle ihre Dienste zu vertreiben. Und man kann sie mittlerweile im Supermarkt kaufen. Alle Betreiber in der EU sind gezwungen, ihre Dienste, die sie selber anbieten, jedem anderen, der dazukommt, das auch anzubieten, wenn er ein angemessenes Geschäftsmodell hat. Das macht es einfacher für die Bösen, sich da Verbindungen zu kaufen. In der Mitte gibt es Cellphone, da gibt es Mobilfunkberichte und es gibt die Möglichkeit, hier auch einen Dienst zu kaufen, die Daten abzugreifen. Und das hier ist aus dem Darknet. Aber ich würde nicht empfehlen, bei denen einzukaufen, die bieten einen schlechten Dienst an. Hier unten am unteren Ende sieht man einen Screenshot von Shodan. But I can tell you, GGSN has no reason to be on the internet. GGSN sollte nicht am Internet sein. Maybe it's a honeypot, so I don't suggest to hack that. So vielleicht ist es ein GGSN, vielleicht ist es ein Honeypot. Ich weiß es nicht genau. GPRS. Auf der rechten Seite haben wir Aircel. Aircel ist ein großer Betreiber in Indien. Und die scheinen ihre GPRS-Knoten am Internet zu haben. Das Protokoll ist das Simple Network Management Protocol.
And with above that, there's a Telnet login. Und darüber ist ein Telnet login. Meine persönliche Vermutung ist, dass jemand da eine Nachtschicht hatte oder on call war und nicht ins Büro wollte und sich das geöffnet hat, damit das von zu Hause zugreifen kann. Hier ist ein Telnet login und man könnte einfach einen Password Cracker draufwerfen oder mal admin probieren. From the Snowden leaks, and it's showing das andere ist von WikiLeaks und Snowden Leaks und das zeigt die Länder, wo die NSA gesagt hat, dass sie das Telefonnetzwerk anzapfen können. Also ist wahrscheinlich nicht mehr up to date. Ich gehe davon aus, dass Europa sich stark verbessert hat. Und es gibt einen Artikel von The Intercept, wo beschrieben wird, wie GCHQ die belgische Telco gehackt hat. Also müssen wir mal feststellen, dass das Netzwerk ist weder privat noch ist es geschlossen. Und wie kommt der Angreifer rein? Wenn die Regierung Zugriff haben will, dann kommt sie einfach rein. Oder es funktioniert, dass man einfach einen Mitarbeiter besticht. Man kann selber eine Telco gründen. Man kann Social Engineering verwenden. So, let's do a brief recap. Also, fassen wir nochmal zusammen. SS7 ist das alte Protokoll. Es gab Angriffe. Hier sind die Angriffe, die für das SS7 funktioniert haben, was für die Verbindungsstellen benutzt wird. Wir haben eine Nachverfolgung des Location Tracking, um festzustellen, wo die Leute sind. Wir haben das als Beispiel, dass die Login-Daten geklaut werden. Data Session Hijacking, but that's not SS7. Ein Angriff war Data Session Hacking ist nicht ein SS7 Hack, sondern das ist ein GTP Hack. Not from our notes, I'm happy to say. SMS Interception, basically that's pretty. SMS aufmachen, SMS klauen. Weil das ist eigentlich ein großes Problem, wenn SMS geklaut werden, weil das als Two-Factor-Authentication verwendet wird von vielen anderen Anwendungen. Depending on the system used, it's more or less vulnerable to it. So. Also je nachdem, welches System man benutzt, ist es mehr oder weniger angreifbar. This is basically the situation for SS7. Das sind die Angriffe auf SS7. Und hier auf der rechten Seite sieht man die Publikationen, wo das alles dokumentiert ist. So that's basically the SS7, the old protocol. Das ist das alte Protokoll, das SS7. And that's the status of the security for the IPX network. Und hier ist der Status der Sicherheit des IPX-Netzwerks. SS7 ist immer noch weit gebraucht, weit im Einsatz, aber es wird besser. Manchmal ist die Kommunikation direkt, manchmal ist sie über Zwischenpartner. Wir haben hier kein spezifisches Kabel von Deutschland nach Tuvalu. Da wohnen 2000 Menschen. Aber sie haben ihre eigene Telco. Ich glaube nicht, wir haben ein dediziertes Kabel von hier nach da. Und deswegen gibt es wahrscheinlich Zwischenknoten, bei denen man sich da rein klinken kann.
Viele Betreiber haben dicke Pipes, wo sie mit anderen Partnern zusammenkommen. In Frankfurt ist so ein Knotenpunkt. Wir haben hier Probleme dokumentiert in 2014 und danach ist wirklich was passiert. Die Betreiber haben wirklich angefangen, wirklich was zu verbessern. Das, was hier nicht passiert, ist Transportsicherheit. Das heißt, also, es wird kein IPsec verwendet, es wird kein TLS oder DTLS verwendet. Und wir machen keine Quellauthentisierung und wir haben keine Integrität und keine Verlässlichkeit, keine Vertraulichkeit. New game, everything is better. Also wir kommen jetzt hier zum neuen Protokoll, Diameter, und da fängt das Spiel von neuem an. Alles wird besser mit LTE und Diameter. I'm not going to say which company that was. When I was saying, well, all will be different. Und ich sage, das wird auf jeden Fall anders, da stimme ich zu. Ein paar Dinge bleiben auch gleich. Ich gehe von A nach B, ich gehe von einer Antenne zur nächsten Antenne. Das Handover zwischen Antennen, Subscriber Management, die sind zwar nicht genau gleich, aber sie sind immer noch ähnlich. Es ist möglich, dass einige Dinge einfach nur übersetzt oder umgesetzt werden. Also Angriffe, die ich tatsächlich draußen in der Wildnis gesehen habe. Ist Trace Analysis. Also eine wichtige Frage. Warum sollten Angreifer sich aufhalten lassen? Entweder sie machen Geld damit oder sie sind Regierungen. Warum sollten sie mit einem neuen Protokoll aufhören? Die wollen wichtige Leute verfolgen. Es gibt einige Regierungen, die ihre eigenen Abteilungen haben, um sowas zu machen, und andere machen das also über private Operatoren, Firmen. Entities which make money from it, fraud. Häufig gibt es auch nur einfach Firmen, die das machen und Geld über Betrug verdienen. Oder aber das Militär nutzt es, um Ziele zu identifizieren. I think they call it drones paper, that about 70% of the 70% der Daten für die Zielfindung von den Drohnen kommt von Mobiltelefonnetzwerken. I find pretty coming from the telco industry. Und ich komme aus der Telco-Industrie. Makes me a bit upset because they weren't designed for it. Es macht mich traurig und beschämt mich, dass das so genutzt wird. Ich wollte eigentlich Menschen verbinden und keine militärische Waffe bauen. Selbst die Bundeswehr ist dabei beobachtet worden, sowas zu tun. So, attacks are moving forward. Die Angriffe bewegen sich weiter. Let's see how the status is with diameter. I'm from research. Schauen wir uns den Status mit Diameter an. Into interconnection attacks. My manager said, SS7 is old stuff, don't look at it, look forward. Als ich mir die Angriffe angeguckt habe mit SS7, hat mein Chef gesagt, das sind alte Sachen, guck dir das nicht mehr an. Und ich habe mir Diameter als Nachfolger von SS7 angeguckt. Und ich habe mir angeschaut, welche Angriffe auf SS7 vielleicht auch bei Diameter funktionieren. Da gibt es Location Tracking, es gibt Möglichkeiten, Downgrades, also die Herabstufung von Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen, Denial of Service, also Verbindungen zu unterbrechen oder den Service zu stören. So the attacker doesn't even have to learn the new protocol, it just can. It's very nice if you have a translator. I hope I don't speak too fast for the translator. Then we have denial of service attacks. And service attacks are also in that sense very easy because denial of service Attacken sind sehr einfach.
Der Angreifer kann einfach das Netzwerk angreifen, er kann einfach Daten an das Netzwerk senden, er braucht die Antworten nicht. Er möchte einfach nur sehen, dass seine Angriffspakete dazu führen, dass der Service nicht mehr erreichbar ist, und das reicht ihm dann schon. SMS and one-time password interception is worrisome because of this kind of SMS und one-time password interception oder hier in Deutschland MTAM somebody said okay let's use it for texting sind sind sehr wichtige Aspekte. SMS war ursprünglich nicht für sichere Anwendungen gedacht. Das Subscriber Profile sind die Daten, die die Telco über den Kunden hält, unter anderem die Telefonnummer und ähnliche Daten. Und wenn man die verändern kann, dann kann man natürlich eine Menge Unsinn anstellen. Positive Technology. On denial of service and IMSI retrieval, and also at the Black Hat, Hendrik and Daniel presented denial of service. I think Daniel. Auf verschiedenen Konferenzen, unter anderem der Black Hat, wurden weitere Angriffe auf IMSI und ähnliche Daten vorgestellt. Just as a reminder, there are usually some restrictions when things work and when they not work. So. Zur Erinnerung, es gibt Begrenzungen, was funktioniert und was nicht funktioniert. To the talk now, to data interception. And I'm afraid I have to give you a very tiny crash course. Ich muss einen ganz kurzen Crashkurs über LTE-Netzwerke erzählen. So the background, as I said, this was done together with one of our competitors. Adaptive Mobile and the GSMA is the operator organization which enables die GSMA ist die Vereinigung der mobilen Telcos, und in diesem Gremium diskutieren wir unter anderem die Sicherheit und wie man sie verbessern kann. Und unser Mitbewerber hat einen Live-Angriff auf GPRS mitgeschnitten, und es ging um die Frage, wie man damit umgeht. And get a potential data interception for LTE. So we, but we weren't 100% sure. Und die Frage war, kann man das auch auf LTE anwenden? Ist das etwas, wo LTE empfindlich ist für? So what I did then, I called my colleague Jani. Ich habe meinen Kollegen angerufen, und wir haben ein Testnetzwerk. We roll out updates for the operators. Wir machen Updates für die Betreiber. Und die Updates gehen manchmal schief und machen dann Probleme im Wirkbetrieb. Deswegen probieren wir das zuerst in unserem Testnetzwerk aus. So, deswegen, weil wir das bei uns alles ausprobieren, kennen wir auch die tatsächliche Konfiguration, die die Mobilfunkfirmen bei sich verwenden, und können deswegen gut untersuchen, unter welchen Bedingungen Angriffe möglich wären. How it worked, that the attacker was modifying in the beim Angriff auf GPRS if there's a new access point network. Es wurden Nachrichten versendet, die dem Netzwerk gesagt haben, guck mal bitte, ob es ein neues Netzwerk gibt. Und darüber kann man dem Telefon vorspiegeln, dass es einen neuen Access Point, eine neue Basisstation gibt. Und man kann dann das Telefon dazu bringen, sich mit dieser neuen, natürlich von einem selber gefälschten Basisstation zu verbinden. You're behind that phone, but somewhere there. You connect to an operator, antenna, radio access network. Hier ist nochmal ein Bild. Okay, you have friends and you have gadgets. These are your friends and gadgets. So, du hast Freunde und du hast Geräte. Wenn man sich jetzt von der einen Basisstation, der einen Antenne physisch bewegt in einen Bereich der anderen Antenne,
dann kümmert sich dieser Teil des Netzwerks, der Systeme darum, genau das nachzuverfolgen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Dann gibt es eine Datenbank mit einem Application Server, der verschiedene Daten bereithält, die Telefonnummer und andere Daten, die für die Verbindung notwendig sind. Because if that thing is down, then the whole network is down. That's the most important box in an operator network. The MME, there are several of them, and they are sort of for. Von den MMEs gibt es mehrere und die gibt es mehrfach im ganzen Netzwerk in einzelnen Regionen. Das heißt, wenn so ein Teil ausfällt, dann ist eine Region gestört, aber das Netzwerk als Ganzes funktioniert noch. Aber wenn das IMS ausfällt, das ist die zentrale Datenbank, dann geht in dem Netzwerk gar nichts mehr. Basically the same. So we make here the assumption that we have two LTE networks talking to each other. We are not going on all the interworking cases with GSMN or whatever. So let's keep it easy. So wir halten es einfach hier. So as explained with the Tuvalu example. Wie ich das mit Tuvalu erklärt habe, können diese beiden Netzwerke über ein direktes Kabel verbunden sein, wenn sie nah beieinander sind. Oder aber es können Interconnection Providers dazwischen sitzen. Jetzt, wo wir die ganze Hardware haben, gibt es Interfaces. Das wichtigste und das häufigste, das beschäftigste Interface ist das H6A-Interface zwischen den Datenbanken, mit der Datenbank. Der Mobility-Knoten muss wissen, was ich haben darf und ob ich LTE zum Beispiel benutzen darf, was meine Einschränkungen sind, wer ich bin, was meine Berechtigungen sind. Und dann gibt es das SH-Interface, was intern ist. Und ich habe das auch beim Roaming. Have subscription from, if you have a subscription, let's say from Germany. Wenn ich hier in Deutschland einen Vertrag habe und in France mit dem Ding verbunden bin, dann werden meine kryptografischen Zugangscredentials auch von zu Hause geholt, damit die am Interface meine Kommunikation schützen können. Manchmal geht das auch über den Interconnect-Link. Da komme ich nachher nochmal dazu zurück. Configuration vulnerabilities. Settings that es gibt Verletzlichkeiten der Software in der Konfiguration. In den mobilen Netzwerkmärkten, da ist der Preisdruck sehr hart. Und deswegen nutzen die halt Gerätschaften für unterschiedliche Zwecke und sie öffnen Interfaces. Subsidiaries in many countries. Sie haben Tochterfirmen in vielen Ländern. Sie kaufen eine Kiste und sie tun es in irgendein Land und dann nutzen sie es von allen Ländern. Nur um zu gucken, ob die Benutzer mögen das, ob der Dienst sich etablieren kann. Und dann wird es auch in anderen Netzen ausgerollt. Aus geschäftlicher Sicht macht das natürlich auch guten Sinn. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich nur einen Server gekauft und das Investment war nicht so groß. Aber sie öffnen halt die Verbindung mit diesem Server über den Interconnection Link auf. Das haben wir gesehen für Application Server. Und da gibt es zum Teil auch Probleme mit DNS-Auflösung. Natürlich ist es einfacher, eine Box als zwei Boxen zu haben. Wir haben internen und externen Traffic. External wäre mit dem Internet. Und die tun das auf dem gleichen Knoten, weil es billiger ist. Also actually that's not the configuration vulnerability, but das ist keine Verletzlichkeit der Konfiguration. Aber ich habe es trotzdem erwähnt. Die Annahme ist, dass der Angreifer ein EPC-APN aufsetzen kann.
So, es gibt also zwei, es gibt mehrere Schritte. Der erste Schritt bei diesem Angriff ist Data Acquisition. Man kann das durchaus ein halbes Jahr vorher machen. Also ich kann die Daten jetzt sammeln und dann den Angriff ein halbes Jahr später darauf aufsetzen. Wir kennen uns gegenseitig nach der Telefonnummer. Aber die IMSI ist das, wie das Telefonnetzwerk das Gerät identifiziert. Ein Angreifer muss die IMSI kennen, um überhaupt den Angriff starten zu können. Wir konzentrieren uns jetzt auf das SH-Interface und da gibt es etwas, das nennt sich eine Benutzerdatenanfrage. Da kriegt man das ganze Profil zurück und da stehen die ganzen Details drin. IMSI, das ist ein Standardaufruf, den man da machen kann. Und da gehört nur dazu, dass der Angreifer sich für einen Application Server ausgibt. Und hier ist ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. In case the SH interface not open. Wenn das SH Interface nicht offen ist, dann kann man das S6C Interface benutzen. Das heißt, es gibt eine Alternative. Also der Angreifer hat die Wahl, ob er das eine oder das andere benutzt, aber der Angriff funktioniert gleich über SS7. Also entweder man sagt es in SS7 oder man sagt halt hier in. Der Angreifer kann auch andere Sachen machen. Er braucht bereits die IMSI für S6C. Oder aber er kann einen Update Location Request machen. Das ist die häufigste Nachricht über dieses Interface. Das braucht man für Synchronisierungszwecke. Ich brauche ein Update. Und das Netzwerk ist so nett und gibt die Antwort. Und das geht so einfach, weil es keine Quellauthentisierung gibt. Set up a false base station or a wenn ich eine falsche Base Station oder einen WLAN Access Point aufsetze, so, APN placing. Dann kann ich tue irgendwo einen Fake Access Point hin und dann verbindet sich der Benutzer damit. Und dann sende ich eine Synchronisierungsnachricht und ich kriege die Details zu diesem Benutzer und damit kann ich den APN, den ich aufgesetzt habe, up to date machen. Und dann weiß ich, wie er aussieht. APN Details. Also die Details zu diesem APN. Ich kann die APNs entweder auf GPRS oder auf Packet Core APC einstellen. Und so sieht ein Update aus. Ich kann das S6A Interface benutzen. Die Nutzung dieses Interfaces ist ein bisschen schwierig. Das HSS hat ein Reset, um zu verhindern, dass niemand das manuell updaten muss. Deswegen können die MMEs die APN-Daten neu reinladen. Und dann muss das nicht von Hand gemacht werden. So the attacker has actually a set of possibilities. Der Angreifer hat hier eine Auswahl von Möglichkeiten. Oder ich kann das Subscriber Profile in dem MME-Knoten verändern und dann verbindet sich der Benutzer. Hier ist der dritte Schritt. User connects, that's the UE, that's the user equipment, that's reachable. UE ist das die Benutzergerätschaft. Und hier sind die einzelnen Nachrichten, die zwischen den Systemen verschickt werden. Der Angreifer probiert einfach verschiedene Möglichkeiten aus. What happens then?
that the MME connects the user. Der MME verbindet den Benutzer mit dem gefakten Access Point und das passiert mit den gleichen Einschränkungen wie vorher. Hallo, ich habe ein AVN-Setting im Phone. Ach, das kommt von den alten Zeiten, als das noch manuell eingetragen wurde. Das ist falsch eingetippt und das ist einfach falsch. So, as industrial research, I cannot just complain. So als Industrieforscher kann ich nicht einfach sagen, das ist schlecht, sondern ich muss es in Ordnung bringen. Ihr hier in der Community sagt, wir nehmen IPsec und dann haben wir Source Identification. Und ich kann euch sagen, IPsec ist standardisiert, aber das ist nicht alles IP, was wir hier haben. Transport Protocol, SCCP. Hm? Yeah, we still have it living there. And wir haben ein drittes Transportprotokoll, das nennt sich SCCP. Und das ist ein internationales Netzwerk, das die ganze Welt umspannt. Und wer wäre vertrauenswürdig genug, um Zertifikate für die ganze Welt zu erhalten? Der Vatikan. Nee, aber das die auch nicht. Vielleicht kriegen wir irgendwas Regionales in Zukunft. Viele der Betreiber haben weder das Geld noch die Expertise. Hier ist eine kleine Firma, die hat 47 Mitarbeiter, die haben einfach nicht das Wissen dazu. Es ist auch kein Schutz gegen Regierungen oder gegen Firmen, die als Dienst das Hacken von Nodes vermieten. Also es ist nicht ganz einfach und was wir machen müssen, ist, wir müssen den Partnern das gleiche Verständnis für Sicherheitsbedürfnis zu vermitteln und was man tun kann. Also, es ist HSS ist ein internes Netzwerkinterface und das sollte nie der Öffentlichkeit am Internet zur Verfügung gestellt werden. Der DNS, der muss gut getrennt sein zwischen intern und extern. Dann müssen wir überprüfen, wie schnell ein Benutzer sich überhaupt bewegen kann. Wir müssen Pen testen, wir müssen monitoren. Wir müssen schauen, was die mobilen Betreiber da in meinem Netzwerk tun. Wir müssen schauen, ob die sich an die Verträge halten. Wir müssen unsere Erfahrungen mit anderen teilen. Das finden Betreiber schlimm, weil sie nicht genau wissen, ob sie nächstes Jahr noch eine Lizenz kriegen, wenn sie zugeben, dass sie gehackt worden sind. Manchmal ist es eine Frage der Business Rules. Wenn ich einen Nachbar habe oder wenn ich einen Partner habe, der mir viele schlechte Nachrichten schickt, dann möchte ich dem vielleicht nächstes Jahr eine höhere Gebühr berechnen. SSH Home Routing ist nicht so gut. Der Betreiber, den ich meine, der weiß, von wem ich rede. Ich kann Layered Security einsetzen auf der Benutzerebene. Wenn die Benutzer nochmal Sicherheit hinzufügen können, dann sollten sie es auf jeden Fall tun, wenn ihr eine App habt. Und außerdem gibt es Prozeduren, um Knoten zu härten und wir sollten sie benutzen. Also Zusammenfassung. Alle Netzwerke werden angegriffen, aber nicht alle sind gleich angreifbar. Einige sind schlimmer und andere sind besser. In Realität wird ganz viel mit SS7 betrieben, aber Diameter wird an ein paar Stellen auch schon betrieben.
Die Angriffe, die ich hier beschrieben habe, die hängen ganz stark von der Konfiguration des tatsächlichen Netzwerks ab. Und die Frage, ob Diameter oder SS7 ist besser, dann kann ich nicht wirklich sagen, dass die Dinge besser sind, aber wenn sie gut konfiguriert werden, dann haben wir die Chance, dass es sehr viel besser wird. Und wir müssen die Leute fragen, ob wir SH-Traffic filtern. Das heißt also, dass wir hier die Fehler aufgelistet haben, das hat wirklich was für die Sicherheit getan, weil die Leute angefangen haben, ihre Netze auf diese Aspekte abzuprüfen und das zu verbessern. Und jetzt öffnen wir hier das Podium für Fragen. Thank you for a very nice talk. Vielen Dank für die Fragen, für den netten Vortrag. Nochmal Applaus für die Vortragende. Alright, we have lots of time for questions. Wir haben sehr viel Zeit für Fragen. Bitte stellt euch an die Mikrofone. Mikrofon Nummer 1. Gibt es legitime Anwendungen für SSH, SSL-Profile? Wofür verwendet man die? In dem Subscriber-Profil ist alles drin, welche Dienste ich bestellt habe. Sind spezielle Dienste, Call-Bearing. Ob ich Prepaid oder Post bin, was meine Telefonnummer ist, ob ich Proximity Security habe, welche Träger ich nutzen darf. Man kann Betrug mit solchen Sachen machen. Man kann Denial of Service betreiben. Der Angreifer kann damit einiges machen. Gibt es legitime Gründe, dass ein Netzwerk, bei dem man gerade roamt, das eigene Profil updatet? Also wenn du ändern willst, was dein Vertrag ist oder wo du dich befindest, ist es schon legitim, das Profil anzufragen. Aber es bräuchte nicht alles von dem Profil. Also zum Beispiel das APN updaten? Giving you this new APN so that you don't need to, your traffic doesn't need to reroute it over the ocean and back. Manchmal macht es auch Sinn, da eine gute Antwort zurückzukriegen, weil man das Routing verbessern kann. Man kann vielleicht den Transportweg verkürzen. Mikrofon Nummer 2, your question. Mikrofon Nummer 2. Es gibt da eine Lücke in der Öffentlichkeit, was SS7-Angriffe angeht. Kannst du was dazu sagen, wie häufig du solche Angriffe zu sehen bekommst? Diese Angriffe sind überall in der Welt. Wir als Firma schauen uns auch die Netze an und beurteilen die, bewerten die. Und wir sehen alle Betreiber der Welt von Angriffen bedroht. Es gibt da keine Teile der Welt, die weniger oder mehr interessant sind für die Angreifer. Und das häufigste ist Location Tracking. Das zweite ist der Diebstahl von der Identität. Wir sehen sie am Rand des Netzes und dann werden sie häufig ausgefiltert. Wenn Leute filtern, dann schmeißen sie das häufig weg. Alle Betreiber haben ein Stück von dem Angreifer. Have much less malicious traffic, for example, than operators. Aber wir sehen, dass die mit den Signaling Firewalls sehr viel weniger schlimmen Traffic haben als die solche Technik nicht einsetzen. So filtering really. Oder die zum ersten Mal sich mit der Thematik beschäftigen. Filtering hat viele Ebenen. There's one question from the IRC.
Eine Frage aus dem IRC. The IRC wants to know, how many years do you expect will be needed to prevent these attacks? Wie viele Jahre braucht es, um diese Angriffe sichern? Das Internet ist auch heute nicht sicher. Und die mobilen Netzwerke gehen genau durch den gleichen Entwicklungsprozess wie das Internet. Zuerst hattet ihr Username, Password und dann seid ihr besser geworden und die mobilen Netzwerke, die laufen durch diese gleiche Evolution. Ich tue das, was ich kann und es ist eine Frage des Investments. Sicherheit kostet Geld. Und alle erwarten, dass Security umsonst mitkommt. Und irgendwo muss es ausbalanciert sein. Don't think, for example, that these 2,000 people in Tuvalu are willing to pay, let's say, $50 more for their. Ich glaube nicht, dass die 2,000 Leute in Tuvalu 50 Euro mehr pro Monat bereit sind zu zahlen für Sicherheit. Aber sie wollen trotzdem nach draußen wählen und Anrufe machen. Und wir müssen auch Lösungen für solche Leute finden. Wenn man über Budgets redet, wir werden niemals 100%ig sichere Netzwerke haben. Genauso wie wir kein 100%ig sicheres Internet haben. Mikro Nummer 6, what's your question? Mikro Nummer 6. I see that there's a big problem of backward compatibility. Es gibt ein großes Problem mit der Rückwärtskompatibilität. Gibt es schon einen Plan, wann die alten Protokolle abgeschaltet werden, wie 2G? Gibt es schon einen Zeitplan? Oh, Entschuldigung. Die Mobilfunknoten aus moderneren Ländern, die wenn Länder ein Upgrade machen von ihrer Infrastruktur, dann verkaufen sie häufig ihre Infrastruktur an andere Länder weiter, zum Beispiel nach Afrika. Schaut, wie viel ein afrikanischer Benutzer pro Monat für seine Sachen bezahlen kann. Und is a very cheap way to offer IoT connectivity. Und außerdem ist Internet der Dinge ein billiger Weg, etwas, was ganz billige Connectivity braucht. Your scale, your car and so on. You don't want to pay for everything of that, let's say $30 per month. Wenn du dein Auto und dein Tablet und so weiter alles anbindest, dann möchtest du nicht für jedes 30 Euro pro Monat zahlen. Und da muss man halt schauen, dass man halt alte Technik dafür verwendet, die man sowieso schon hat, und dann ist es billiger. Und dann kann man das Investment weiterverwenden. Wir werden mit GSM noch eine ganze Weile weiterleben. Mikro Nummer 4, what's your question? Mikro Nummer 4. Gibt es Konfigurationsbeispiele für kleinere Provider, die nicht die Ressourcen haben, um sich diesem Problem zu widmen? Wir diskutieren in GSMA, was man denen anbieten kann und wie man den größeren Providern einen Teil dieser Verantwortung aufbürden kann. Wenn man nur einen Link hat von dem IPX-Provider, dann kann man den IPX-Provider sicher machen und die kleineren müssen nicht so viel von diesem Aufwand tragen. Keine weiteren Fragen stelle ich hier. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Stefan.